Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Ixion. Wir sind dabei, noch die Rohstoffe, die wir noch einlagern können, auch einzulagern, noch ein bisschen abzubauen hier. Unsere mittlerweile 4 Frachtschiffe sind hier unterwegs, sammeln Eisen vor allen Dingen, aber auch Eis und Kryokapseln. Und wir probieren das alles noch unterzubringen, so gut es irgend geht. Es gibt eine Sache, die ich offensichtlich falsch gemacht habe. Falsch immer in Anführungsstrichen. Falsch ist ein komisches Wort. Braucht man nicht unbedingt. Und zwar kann ich hier abwählen. Ich kann die Schiffe offensichtlich entweder zerstören, was ja ich immer gemacht habe, oder abwählen. Dann scheinen sie irgendwie im Lager zu sein. Ich kann sie dann wieder anwählen und dann sind sie wieder drin. Also ich hätte auch einfach neue Schiffe bauen können und hätte nicht unbedingt alte abreißen müssen. Da wir alle Ressourcen wiederbekommen, ist es aber nicht so schlimm. So, wir haben noch ein bisschen Platz. Ich möchte hier weiter aufbauen. Ich gucke mal ganz kurz beim Eis. Da haben wir jetzt fast alles voll. Ich gucke nochmal auf unsere Arbeiter. Wir haben hier noch 17 übrig. Hier haben wir noch haufenweise übrig. Aber nicht unbedingt genug, was die Anzahl an Wohnungen angeht, aber das können wir gleich machen. So, jetzt ist aber die große Frage. 1, 2, wie ich das hier platziere. Ich glaube, ich werde hier erstmal eine Straße ranbauen und tatsächlich diesen Häuserblock so drin lassen. Die Halden sollten da auch genau reinpassen. Nein, genau nicht. Also es ist eine Halde und dann noch eine Halde, dann verringern wir hier den Bereich. Jetzt gucke ich auch noch einmal, ob das mit den Bevölkerungsstrukturen klappt. 1, 2, 3. Hätten wir unten noch einen Dreier, könnten aber gar nichts mehr anbauen. Also, wir können ja erst einmal so weitermachen, dass ich jetzt hier eine Haldengruppe baue. Wenn mal ausnahmsweise keiner mehr in der Krankenstation wäre, was natürlich nie der Fall ist, könnten wir die auch nochmal umbauen. Passt die eigentlich hier unten rein? Wartet mal ganz kurz. Ich gucke da noch einmal, ob ich hier... Das passt eigentlich ziemlich gut, ne? Wir verballern uns hier natürlich wieder einen Punkt. Aber ich baue mal hier unten ein weiteres... eine Krankenstation. Dann können wir die da oben abbauen. Hier noch 2 Halden reinsetzen. Die passen zumindest. Aber ich mache trotzdem hier noch mal eine Haldenrunde, denn wir haben noch einiges, was wir brauchen können. 1, 2, 3... So, die brauchen jeweils 5, sind schon mal 15 Leute. Die hier arbeiten, können wir dann hier rüber schicken. 15 Leute zusätzlich sollte noch nicht das Problem sein. Wir haben Kapazität für 240, momentan 231. Ich schicke nochmal ein paar Leute hier rüber. Von Sektor 1 zu Sektor 6, 10 Leute. Dann sollten wir wahrscheinlich auch das Ding auch nochmal bauen, damit wir noch ein Quartier haben. So. Und die Frage der Wissenschaft. Genau, das hatten wir schon beim letzten Mal die Frage gestellt. Ob wir jetzt unsere Quartiere? Quartiere. An Dockbuch, Außenbord. Na, da. Ob wir unsere Quartiere optimieren, die dann deutlich besser sind und 40 Bürger beherbergen, auch wenn die Qualität, glaube ich, ein bisschen leidet. Oder ob wir Richtung Speisesaal bzw. Richtung Getreidefarm uns schon bewegen. Aber ich glaube, ich würde erstmal den Speisesaal verbessern. 20% mehr Bürger pro Mahlzeit können versorgt werden. Na, Moment mal. Nee, doch, pro Mahlzeit. Also ich gehe davon aus, dass jede Mahlzeit mehr Bürger ernährt. Und nicht, dass wir hier einfach die Maximalcap von 50 Einheiten für 500 Besatzungsmitglieder, dass wir die erhöhen, sondern dass wirklich die Nahrung mehr Leute ernährt. Insofern mache ich das jetzt mal, den Speisesaal auf die fortgeschrittene Logistik zu verbessern und hoffe, dass das so stimmt, was ich mir da gedacht habe. Und dann sammeln wir noch, so gut es geht, 2x Eisen hier. Wo haben wir noch? Eisen ist hier voll. Hier haben wir unsere 5 Elektronikteile. Hier 10. Die könnten wir jetzt auch nochmal rüberschicken. Wasserstoff haben wir noch gar nicht eingesammelt. Doch, das liegt alles hier.
Also noch haben wir Platz. Eis müssen wir auf jeden Fall jetzt mal machen. Die zwei sind im Bau. Das Ding steht schon, das heißt, ich reiße das jetzt ab. Und wenn wir jetzt diese Forschung auch noch machen, dann sollten wir auch keine Probleme mit dem Essen haben. Wir haben hier 100, wir sind absolut knackevoll mit dem Essen. Wir können auch noch eine Halde für Essen machen und das ein bisschen vorproduzieren. Wer weiß, was uns im neuen Sektor erwartet. Ich möchte natürlich eigentlich jetzt mit dem Start in unsere Weihnachtsstaffel sozusagen in den nächsten Sektor vordringen. Aber ob das schon der Fall ist, das werden wir sehen. Ich werde mich nicht stressen lassen. So, wir können den Antrieb aber auch schon anbauen. Dafür ist es gut, dass wir die Elektronik auch da vorne haben. Naja, einbauen können wir ihn schon mal. Rumpf, Reparatur wird natürlich abgebrochen. Wo liegen wir gerade bei 657? Ja, es wird ein bisschen brauchen. Aber wir machen das mal. Und bauen unseren Antrieb ran, dann wissen wir, wo wir liegen. Die zwei werden von da geholt, das wird auch geholt, alles wunderbar. Hier liegen noch 5 Kohlenstoffeinheiten, müssen wir natürlich für die Zukunft auch dran denken. Kohlenstoff haben wir jetzt auch kein Lager hier derzeit. Aber das sollten wir hinkriegen. So, das wird abgebaut, hier machen wir einmal nochmal Eis. Und was ist noch eng? Ich wollte eigentlich einmal Nahrung, das können wir aber auch da machen. Kryokapseln, 100 und 100. Okay, Kryokapseln brauchen wir auch nochmal. Setzen wir da nochmal ein paar Kryokapseln rein. Dann können die auch weiter abgeholt werden. Rumpfintegrität minus 36. Wird das eigentlich schneller, wenn ich jetzt den zweiten hier anstelle? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So, Forschung läuft. Kryokapseln 200, 100, 100. Jetzt müssen wir wieder in dem Ressourcenmanagement nochmal schauen, dass wir die Kryokapseln auch wirklich hier rüberbringen. Das darf voll werden. Schauen wir auch nochmal bei der Nahrung. Da ist schon alles voll. Elektronik brauchen wir jetzt nicht. Die Legierungen können wir auch hier nach oben setzen. 150, 150. Und sie machen das eh voll, wenn kein Platz mehr ist. Eisen ist auch schon fast kein Platz mehr. Auch hier können wir nach oben gehen. Das soll alles voll sein. Das heißt, Eisen brauchen wir auch nochmal. Na los, reißt den Spaß ab, liebe Leute. Ihr habt eure Kranken. 10 Leute sind jetzt schon wieder krank. Habe ich da einen Unfall nicht mitbekommen oder wie sieht das aus? Aber im Eis muss ich auch nochmal schauen. Auch hier können wir das Ding vollsetzen und irgendwas ist sehr groß und grün. Ich denke mal fast, wir haben den Antrieb eingebaut. Administrator, wir sind bereit, den Spuren der Protagoras durch den selbstähnlichen Raum zu folgen, indem wir die Frequenzen aus der Blackbox von Outer Hope verwenden. Die Wohle-Systeme wurden für die neue Ixion-Antriebsklasse angepasst. Die Titan ist nun voll ausgerüstet für unser Hauptziel, den bewohnbaren Exoplaneten namens Remus zu finden und das Überleben der Menschheit zu sichern. Romulus und Remus, die beiden, was waren das nochmal, die von Wölfen erzogenen Gründer Roms, gelten hier, kommen hier als Namensvettern ins Spiel. Und jetzt ist die abgeschaltete Andockschlucht, die hat irgendein Ereignis. Nihai-Protokolle online, Stanford-Checks bestanden, Ixion-Antrieb vollständig in die Titan-Systeme integriert, bereit für die Zündung. Wohle-Sprungkoordinaten können nur durch Berechnungen mit Freus-Tachyonen generiert werden, einem Teilchen aus dem selbstähnlichen Raum. Diese Berechnungen gehören zu den wertvollsten und bestgehütetsten Geheimnissen von Dolos Administrator. Wir haben die Sprungkoordinaten für den letzten bekannten Aufenthaltsort der Protagoras. Alles klar. Das heißt, wahrscheinlich dürfen wir ab jetzt hier drauf drücken. Ich mach's jetzt nicht. Wir sammeln noch ein bisschen. Wir sammeln noch ein bisschen und ein bisschen schneller. So. Du machst mal kein Eis mehr, bitte.
und auch einmal kein Eisen. Dann holen wir uns die restlichen Polymergeschichten und die Elektronik und das bisschen Nahrung, was wir da haben. Den einen Wasserstoff lassen wir mal liegen. 70 Kryokapseln haben wir noch. Fortgeschrittene Logistik wurde freigeschaltet. Sehr gut. Wir haben momentan nur noch 3 Wissenschaftler damit, aber die sollten jetzt wieder anfangen, was zu generieren. Und ich schaue mal auf die Speisesäle. Tja. Es ist genau doch falsch. Also was heißt falsch? Es ist genau das, von dem ich ausgegangen bin, dass es das nicht ist. Denn jetzt können hier 60 Nahrungseinheiten 600 Besatzungsmitglieder versorgen. Aber das ist was, was ich gar nicht gebraucht hätte. Denn ich hätte ja mehr Speisesäle haben können. Das ist jetzt richtig doof, weil das ist einfach falsch hier. Kann pro Mahlzeit mehr Bürger versorgen? Naja, okay, man kann auch das so verstehen, dass man sagt, pro Mahlzeit stehen da mehr Tische. Aber ich hatte damit gerechnet, dass sie sagen, eine Mahlzeit versorgt mehr. Eine Nahrung sozusagen, aber Nahrung ist nicht Mahlzeit. Also haben wir ein bisschen falsch verstanden, dummerweise. Warum reißt du das hier nicht ab? Weil du keinen Platz mehr hast, wahrscheinlich, richtig? Richtig. Dann sorgen wir für Platz. Schauen auch noch mal, wie das hier aussieht. Auch das können wir mal nach oben setzen. Ich denke mal, dass wir hier den Platz ganz gut aufbrauchen können. Wir sind bei 637, nicht so wahnsinnig nach unten gefallen. Und jetzt wird der Spaß auch abgebaut. Dann bauen wir hier noch 2 Halden hin. Dann haben wir hier eher Lagerstation als Nahrungsspezialisierung. Aber meine Güte, wir wissen schon, dass die Nahrungsspezialisierung hier bei der Insektenfarm nichts bringt. Dass diese Forschung jetzt daneben gegangen ist, muss ich aber jetzt echt sagen, das ärgert mich jetzt sehr. Denn das ist, glaube ich, ein Problem eigentlich. So, diese Batterie wird geladen. Was ist dahinter noch pausiert? Das Quartier. Vielleicht brauchen wir es gar nicht. Vielleicht brauchen wir es gar nicht. So, Nahrung ist natürlich voll. Nahrung ist hier auch fast voll. Jetzt ist da hinten aber Platz. Wir machen noch 2 Halden. Ah, da ist auch ein Platz dazwischen, den wir... Na gut. So, der wird noch für die Nahrung. Und wofür der andere wird, schauen wir dann gleich. Liebe Leute, sammelt ihr schön. Sammelt, 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 liebe Leute. So, da ist schon mal Polymer raus, das raus, das raus. Das heißt, das können wir jetzt auch komplett rausnehmen. Wir haben 300 Einheiten Eisen. Wir haben davon alles, was wir kriegen können. Die paar Legierungen lasse ich mal liegen. Das können wir ja selbst verarbeiten. Davon gibt es nichts mehr, davon auch nicht. Also, wir besorgen Kryokapseln und Eis, würde ich sagen. Und Eisen, tja. Also, warte mal, habe ich jetzt alle verteilt. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen Eisen mit dazu. Und versuchen einfach einzulagern, was einzulagern ist. Da sollte gleich noch was dazukommen. Kryokapseln müsste ausreichen, der Platz. Eis wird nicht unbedingt reichen. Und Eisen reicht natürlich auch noch nicht. 300 Einheiten. Ist die Frage, ob wir davon genug produzieren, dass das hier langsam abgearbeitet wird. Aber ich glaube, wir können nochmal... Ich baue noch mehr Halden. Was soll man machen, ne? Bisschen Eis, ein bisschen Eisen... Wir brauchen noch von allem was. Also bauen wir hier schön weiter. Jetzt muss ich aber auch nochmal checken, ob... Ah, wartet. Den Weg brauche ich gar nicht. Ob wir hier jetzt schon wieder zu wenig Arbeiter haben. 177 von 170. Ja, gerade so reicht es noch. Hier reicht es zum momentanen Zeitpunkt schon. Aber wenn wir alle Geräte anschalten, dann wird es, glaube ich, eng. Also... Ich schalte das Kryozentrum noch einmal an. Dann haben wir wirklich zu wenige, glaube ich. Dann brauchen wir 185. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das einfach auffüllen lasse durch die Kryokapseln. Aber dann haben wir wieder irgendwo ein Problem.
Ich schicke also erstmal nochmal 10 rüber. Wir können die ja wieder zurückschicken. Jetzt gerade werden sie hier nicht gebraucht. Also man muss, glaube ich, ein bisschen Micromanagement machen, damit man nicht die ganze Zeit in Probleme gerät und hier irgendwelche Sachen kaputt gehen. So, Eis. Dann machen wir hier nochmal. Da haben wir schon Nahrung. War nicht in der Lage, eine Ressource in den anderen Sektor zu bringen. Ja, das ist wurscht. Da habe ich jetzt schon Eisen angemacht. Nein, dann machen wir hier jetzt Eisen. Geben das hier nach oben. So, viel ist nicht mehr zum Abbauen, aber noch sehr viel zum Einsammeln. Aber ich glaube, 2000 Einheiten Eisen, das mache ich dann jetzt auch nicht, ne? Kryokapseln ist eigentlich sehr richtig. Wir holen jetzt so viel Eisen wie geht. Vom Eis müssen wir nochmal schauen. Osibuli, wo bist du? Population transfer complete. Outer Hope, da werden die anderen Geschichten noch gebracht. Die Kryokapseln geholt. Das Eis wird von wo geholt? Ist auch relativ weit weg alles, ne? Hier wahrscheinlich. Bist du die Eisrunde? Ja. Schauen wir mal einmal, wo er das herholt. Werden ein bisschen schneller nochmal. Oder hast du gerade keinen Platz mehr, um das Eis einzulagern? Bist du hier noch drin? Nee. Da, ja. Okay, hier holen sie das Eis her. 136 Einheiten. Danach wird es noch weiter weg sein. Und jetzt haben wir den ersten Vorfall wieder in Sektor 6. Obwohl wir die 10 Leute hier rübergebracht haben. Ärgerlich. Ich baue nochmal das Quartier. Hier, in der Krankenstation auch noch. Eieiei. Das ist natürlich der ungünstigste Ort, um jetzt einen Unfall zu haben. Wir sind bei 6 Forschungspunkten. Abschaltung an Luftbox 6. Noch ein Vorfall. Aber liebe Leute, ihr habt doch eigentlich Bedingungen optimal, Bedingungen Mehrarbeit hier noch. Ja, aber... Ah, und 4 Leute obdachlos. Okay, 27 sind verletzt in Sektor 1. 27. Also zum Glück kommen hier eigentlich sehr viele. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Wir wissen vom letzten Mal, dass wir eine neue Krankenstation, das kann dann... Die ist später fertig, als dass die Kranken versterben. Ich hoffe, dass das hier jetzt schnell geht. Bringt die Leute nach Hause. Das sind immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, also eine ganze Reihe, die hier eigentlich bald raus können aus der Krankenstation. Okay. Okay, okay. Also, Sektor 6. Obdachlosigkeit sind wir schon dran. Sollte gleich sich ändern. Der Unfall... Den bearbeiten wir auch schon. So, es ist eigentlich alles bereit, liebe Leute. Es ist doch eigentlich alles bereit. Ich werde zum Ende dieser Folge, werde ich jumpen. Auch wenn das Eis echt ewig braucht. 357. Und wir können es ja eh noch nicht machen, ne? Wir können es eh noch nicht so richtig an den Start bringen, wenn wir unsere Forschung nicht verbessern. Ich hoffe, dass wir im neuen Sektor direkt ein bisschen was finden, womit wir gut forschen können. So, wir haben immer noch 7 Arbeiter zu wenig. Und wir müssen auch weitere Quartiere bauen. Wenn ich jetzt wüsste, wie groß das alles ist. Aber gut, wir werden abbauen, abreißen und wieder aufbauen müssen. Da, das wissen wir schon, dass wir da nicht dran vorbeikommen. Also, ich glaube, wir brauchen noch weitere Quartiere. Es ist schon eng alles, ne? Also die Höhe, die wir jetzt hier haben, wäre auch dafür wieder möglich. Wenn ich jetzt mal sage, ich lasse diese Hälfte noch frei, ab hier. Wir können eventuell hier trotzdem nochmal Quartiere bauen, aber hier haben wir eigentlich von der Größe her das Gleiche. Insofern baue ich da jetzt nochmal 2 Quartiere ran. Und hier unten auch noch eine Halde.
Wir haben keine Legierungen mehr. Ernsthaft. 85 sind hier. Aber wir kommen scheinbar in der Produktion jetzt, wenn wir so viel bauen, kommen wir da nicht so richtig hinterher. Ich tausche es mal ein bisschen weniger krass, wenn wir jetzt hier mal... Weil wenn wir bauen, bauen wir gerade da mehr. Sagen wir mal, hier bleiben wir bei... Ups, nicht so ganz einfach einzustellen. 170. Dann sollte das ein bisschen schneller gehen. 52 Kryokapseln sind auch ohne Platz, glaube ich. Ja, Kryo, ihr macht noch ein bisschen weiter. 97, 99. Nee, doch, müsste eigentlich reichen, wenn ihr das erstmal... Da muss ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen die Kryokapseln hier ein paar weniger machen, damit ihr zumindest mal immer 10 auf einmal darüber bringt. Sonst fahrt ihr immer mit den zwei Hanseln darüber, den zwei tiefgefrorenen Hanseln. So, liebe Leute, baut ab, baut ab. Du kannst eigentlich schon aufhören, wir brauchen nicht noch mehr Eisen. 326, so, die letzten Kryokapseln werden geholt. Ich denke, das ist der letzte Flug der Pushpacker Vimana zu nach Outer Hope, um den Kram abzuholen. Wir hätten die Möglichkeit, hier irgendwo sicherlich noch Eisen abzuholen, aber ich denke, wir sind bereit. Wir sind so langsam bereit. Ich weiß natürlich nicht, ob der Sprung sofort funktioniert. Wartet mal, ich drücke mal einmal da drauf. Während der 0,5 Zyklen Ladung wird die gesamte Menge an Energie aus dem Hauptnetz in den Antrieb umgeleitet. Während dieser Zeit werden die Sektoren über Batterien versorgt. Das ist kein Problem. 0,5 Zyklen sind überhaupt gar kein Problem. Na los. Macht mal weiter, liebe Leute. Heieieiei, jetzt werde ich aufgeregt. Wenn es nah an den Punkt geht, wo wir den Jump machen wollen. So, Nahrung ist auch angeblich sehr rot. Nein. Müsste doch eigentlich okay sein. Wir haben hier noch einen ganzen Bottich. Ah. Ja, dann bringt mal ein bisschen was rüber. In unser Nahrungslager. Und ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, für alles Platz. Eisen ist eng. Eis ist eng. Ah, machen wir hier unten nochmal einmal Eis. Und hier oben noch einmal Eisen. Dann gehen wir nochmal in das Ding und machen für diese beiden Bereiche das auch nochmal höher. So, und Eis darf hier auch richtig reingebracht werden. Und dann könnte ich ein bisschen weniger machen, damit wir das schneller umverteilen. Okay. Also, ich glaube, wir sind bereit. Zyklus fast bei 300. Kryokapseln sind weg. So, ich würde sagen, wir laden mal auf. Wir laden auf, liebe Leute. Heieieiei. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also man könnte auch noch weitermachen, ne? Wer weiß, wie viel wir davon insgesamt noch brauchen können. Aber wir haben jetzt 400 Einheiten Eisen, 300 davon. 370 Einheiten Eis. Halt wenig Forschung. Aber gut, hier geht es erstmal ums Aufladen. Soll ich noch Geräte abstellen? Brauche ich, glaube ich, eigentlich nicht. Ich schaue nochmal zur Sicherheit. Verzeihung. So, 0,5 Zyklen kann schon eine Batterie hier machen. Und hier kann eine Station 0,7 Zyklen das Ganze machen. Also los. Wir laden auf. Gemäß den Freus-Stanford-Verfahren müssen alle Schiffe vor der Einleitung eines Wohlsprungs zur Taiken zurückkehren. Das habe ich mir schon gedacht. Macht ihr das jetzt direkt? Ja, leider. Schade. Okay. Ich dachte, sie können noch ein bisschen weiterarbeiten, während wir aufladen. Aber gut. Alle Schiffe kehren zurück. Liebe Leute, wir sind bei einem ganz guten Wert, hoffe ich. Glaube ich. Kryokapseln kann ich nochmal ausschalten vielleicht, wenn wir... Na, noch sind wir nicht ganz da, wo wir hinwollen. Kapazität 300, 280. Hier ist die Kapazität auch okay. Ich lasse das Zentrum noch auf jeden Fall weiterlaufen, bis wir an dem Punkt sind.
So, und jetzt gibt es gar keine andere Möglichkeit, außer zu sagen, Wohlesprung initiieren. Tja, habe ich mich jetzt zu schnell bewegt? Hätte ich noch mehr sammeln können? Ja, mit Sicherheit. Wir schauen mal, was passiert, liebe Leute. Wir wollen den Sprung beginnen. Ich hoffe, die Schiffe sind auch gar nicht alle da. Ich darf aber nicht, ne? Ich darf jetzt gar nichts mehr abbrechen. Das ist auch ein bisschen fies. Das hätten sie mir ja sagen können, dass die Aufladung auch automatisch bedeutet, keine Chance mehr rauszukommen. Aber gut, wir beginnen den Sprung. Schauen wir mal, ob diesmal nicht alles um uns zerbricht. Alleine, also einfach der Grund, dass die so schöne Zwischensequenzen machen, ne, das hilft echt so wahnsinnig mit der Immersion. Okay, was ist das für ein Planet hinter uns? Auf jeden Fall ist kein weiterer Planet zerbrochen, offensichtlich. Wohlesprung abgeschlossen. Einleitung vorläufiger Diagnose. Schwere Rumpfschäden nach selbstähnlicher Durchquerung festgestellt, na klar. Hypothese, jeder Wohlesprung fügt der Struktur der Teilchen irreparable Schäden zu. Prognosemodelle legen nahe, dass 4 weitere Wohlesprünge möglich sind, ehe die Teilchen auseinanderbricht. Neues Missionsziel festgelegt. Die Protagoras besitzt Koordinaten des bewohnbaren Exoplaneten Remus. Wir müssen die Protagoras finden, um unser Ziel zu erreichen. Okay, bitte einmal Pause. Neues Ziel, teste Kolonisierungsprotokolle. Ja, du bist lustig. Also, suche nach Spuren der Protagoras. 3 davon gibt es. Teste Kolonisierungsprotokolle, trainiere 30 Kolonisten und lokalisiere einen geeigneten Planeten. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Dafür, das Vertrauen ist hoch. Strom haben wir noch ein bisschen Platz. Rumpfintegrität jetzt bei minus 11. Das können wir mit Sicherheit mit unserer zweiten Andockschleuse verbessern. Wir haben jetzt insgesamt 200 Rumpfeinheiten, die irreparabel sind. Das waren vorher 100. Das heißt, das wird natürlich immer weniger werden hier, dass wir maximal auf 800 kommen. Irgendwann wird das dann wahrscheinlich auf 700 oder noch weiter fallen, wenn wir den nächsten Sprung machen. Ansonsten ist erstmal alles da. So heftig ist die Rumpfintegrität nicht eingebrochen, wie ich befürchtet hatte. Und wir schauen mal ganz kurz hier in den... Heieiei. In die Welt. Immortan. Wir können hier schon mal 15 Wissenschaft zusammensuchen. Wir haben hier irgendeinen merkwürdigen Nebel mit statischer Aufladung oder keine Ahnung was. Und da gibt es auch einiges, was hier rausfliegt. Ich gehe noch einmal, bevor ich diese Folge beende, schon mal hier rein. Da ist haufenweise Forschung drin in diesem Nebel. Oder? Oder ist das einfach irgendwo da drin? Was finden wir hier? Größtenteils, da ist nochmal eine richtige Eisquelle. Das ist schon mal cool. Dann können wir Richtung Getreidefarm gehen. Da ist Kohlenstoff. Hier ist Forschung. Relativ weit weg. Bisschen Eisen noch, aber nicht sehr viel. Ach, verdammt. Sehr wenig Eisen. Wir hätten mehr Eisen noch mitnehmen müssen, wahrscheinlich. Da gibt es nochmal Eisen und Kohlenstoff, aber in diesem Nebel. Ich weiß nicht, ob da unsere Schiffe... Da ist auch nochmal Eisen, okay. Da gibt es viel Eis, da gibt es alles. Aber gehen unsere Schiffe kaputt, wenn wir hier reinfliegen in diesen Nebel? Das ist eine andere Frage.
Ah, und was ich auch noch nicht gesehen habe, ist, dass hier unten steht, wie lange die Schiffe dahin brauchen. Auch gut zu wissen. Also einiges in diesem Nebel hier drin. Forschungsmäßig jetzt gar nicht so viel. Eins, zwei. Hier oben muss auch noch irgendwo was sein. Na? Na? Da irgendwo. Da gibt es einen Ausschlag, aber es wird... Da, doch. Da ist auch noch irgendwas. Und hier drin war auch noch was. Aber das ist rot. Wahrscheinlich müssen wir dazu unsere Schiffe verbessern. Also, liebe Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange wir das überleben werden. Wie viele Probleme wir uns jetzt gebaut haben, dadurch, dass wir nicht das ganze Eisen mitgenommen haben. Ein bisschen haben wir noch. Wir müssen rein in diesen Nebel, um weiteres Eisen zu finden. Und es gibt schon Ereignisse bei uns in der Station. Und vor allen Dingen müssen wir irgendwie diese Forschung verbessern. Vielleicht müssten wir auch mal ein zweites Techniklabor bauen. Oder vielleicht auch zwei, drei davon. Denn diese Verbesserung hier, die wird uns natürlich, die brauchen wir dann. Drei Forschungen alle fünf Zyklen, wenigstens das. Und da können wir mit Sicherheit auch noch mehr verbessern. Vielleicht ist das Nummer eins. Wir müssen gucken, ob das mit der Nahrung reicht und so weiter. Also viel ist zu tun. Eine neue Gegend ist zu erkunden. Und das machen wir ab morgen. Liebe Leute, macht's gut.